Moin und willkommen zum dritten Jahr der Sprint to Glory mit dem ersten FCN. Wichtig, schaltet nicht ab, nur weil die Qualität so schlecht ist. Die ist gleich wieder besser, nur wenn die Facecam so groß ist, dann ist die so schlecht. Jetzt aber was ganz, ganz Wichtiges. Wir haben wieder ein richtig fettes Projekt raus. Und zwar, die Bundesliga fängt ja am Freitag an. Und da habe ich mir was richtig Geiles überlegt. Wir werden die ganze Bundesliga selbst vorzocken und haben dann quasi unsere eigene Bundesliga, wie schon bei der WM, machen wir das. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Abo da, wenn euch sowas gefällt oder wenn ihr Bock auf das Projekt habt. Es kommt dann nochmal ein genaueres Video dazu, wie das abläuft. Deswegen gerne ein Abo da lassen. Jetzt aber viel Spaß mit Jahr 3 des Sprint to Glory mit dem ersten FCN. Und da sind wir auch schon in der neuen Saison. Jetzt heißt es also Bundesliga für dieses Team, das trotzdem schon echt gut aufgestellt ist, finde ich immer noch. Wo wir unbedingt einen neuen Spieler brauchen, ist der Torwart. Gieke wird jetzt zwei Saisons stark gehalten und einen neuen rechten Mittelfeldspieler. Und wir haben, ich schätze, über 29 Millionen. Das ist sehr gut, damit können wir viel anfangen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was wir damit machen können. Und der erste Deal ist auch schon offiziell. Hugo Lloris. Ich will jetzt mal so ein Klassiker, wenn man noch einen guten Keeper braucht für wenig Geld. Wobei er uns ein Gehalt sehr, sehr viel gekostet hat. Das ging super durch, aber er hat uns, wie gesagt, viel Gehalt gekostet. Damit neuer Stammkeeper Hugo Lloris. Nächster Top-Transfer getätigt. Und zwar Jenny Bayern Gittens für 11,5 Millionen Euro holen wir den von Dortmund nach Nürnberg. Ähnlich guter Transfer wie Youssef Moukoko in meinen Augen. Der nächste Deal ist durch Lee Ya-Sung, wie man ausspricht, verpflichten wir von Mainz für 3,35 Millionen Euro. Ganz kurz kleiner Einschub, ich hoffe, dass die Europameisterschaft 2024 nicht so ausgeht wie hier. Das interessiert uns aber nicht, sondern das interessiert uns, wir verkaufen Rafael Giekewitz an irgendeinen Verein, den ich nicht kenne, für 3,9 Millionen Euro. Und ich muss jetzt noch einen sehr überraschenden Transfer vermelden, den Abgang. Ihr seht schon von Fabian Nürnberger für 6,3 Millionen nach Club Brügge. Erstes Angebot 6,3, nehmen die sofort an. So ein bisschen ärgerlich, hätte ich mehr rausschlagen können, aber gut, damit müssten wir auf jeden Fall nochmal einkaufen. Und wir haben den Ersatz auch schon gefunden, Mohamed Ihattaren, für eine wirklich gute Summe, aber wir kriegen eine Falschbewertung B, okay? Ist egal, ist jetzt auch kein richtiges Backup, weil er kein ZM spielen kann, aber muss ich mal gucken, was ich dann noch mit dem Team mache. Bevor wir uns das angucken, allerdings nochmal der Transfer. Und zwar für links hinten Paulo Ottavio holen wir von Gladbach. Genau, der ist da nach Gladbach gewechselt für eine Summe von 4,7, also auch sehr guter Deal. So sieht jetzt unser Team aus für die nächste Simulationsphase wieder. Sind, glaube ich, eigentlich, wie ich finde, überall stark besetzt. Die schwächste Position ist jetzt eigentlich hier der Hack und der Müller-Deli rechts Mittelfeld. Sind da auch in der Breite, es geht eigentlich relativ klar. Und ich würde sagen, wir sind auch schon in der letzten Stunde der vom Deadline Day. Würde ich gucken, schauen wir in den Kalender rein und simulieren vor bis zum 31. Dezember wieder, würde ich sagen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Und das sind wir jetzt auch schon. Ihr seht ja schon die ersten Spiele. Gut, das sind drei Niederlagen, aber ein Sieg und ein Unentschieden ist für Nürnberg ja ganz gut. Wie gesagt, wir haben die Ziele ja nicht angeguckt, aber mein Ziel ist einfach den Abstieg verhindern, mehr nicht. Bin ich gespannt. Sehen wir es jetzt schon? Nein, wir sehen es jetzt und wir sind 12. Das geht ja sowas von klar. Hier, also am guten, auf dem Abstiegsplatz, auf dem 16. Gut, haben wir auch nur 4 Punkte ab, also Puffer, sag ich jetzt mal. Das ist schon, ja, nicht viel. Zum Beispiel im Vergleich zu einem Europa League Platz sind es 10 Punkte. Aber dahin denken wir überhaupt nicht, ganz kurz. Schauen wir doch gleich mal, ob wir noch im DFB-Pokal sind. Nein, aber Elversberg ist noch dabei. Okay, krass, das eine war schon hier auch nicht so nötig. Ah, da war auch gut, haben wir gegen Bochum verloren. Bitter, die Champions League kurz, die Europa League zeige ich erst am Ende. Hier die Gruppen. Genau, Fans interessiert einfach. Pausieren. Ja, sieht ganz okay aus für die deutschen Gruppen. Und jetzt würde ich sagen, gucken wir uns mal an, ob wir überhaupt Transfers tätigen in der Transferperiode. Wir haben einen kleinen Abgang zu vermelden. Das ist wichtig, dass der Felix Flohkämper geht irgendwie nach, ja, ihr könnt es ja lesen, für 1,6 Millionen Euro.
Nächster kleiner Abgang der Semi. Ayayi geht nach River Plate für 1,75 Millionen Euro, 2 Jahre unter Backup im Haus. Übrigens kurz zwischendurch, wen es interessiert, wie das Team aussieht. Das sieht so aus, also von den Verbesserungen und so. Und wie gesagt, wo wir jetzt noch eigentlich tätig werden müssten, ist vielleicht rechts Mittelfeld, aber das gucke ich mir jetzt einfach mal an, wie das preislich so geht. Nochmal ein kleiner Verkauf oder eine Laie, der Niklas Jahn, den verleihen wir mit einem möglichen, also mit einer möglichen Kaufoption. Nochmal ein kleiner Leihgeschäft wieder mit Kaufoption, der Paul-Philippe Besson. Ganz kurz, ich verstehe es nicht. Der Erik Weckesser, das ist wieder dieser Kack-Assistenztrainer, muss man wirklich sagen. Dass er ein paar Einsätze hätte, kein Problem. Aber er hat einfach 18 und 17 in der Bundesliga. Ich glaube, der hat jedes Spiel gespielt, bis auf das gerade eben, wo wir simulieren mussten. Gut, Paolo Ottavio 11. Verstehe ich einfach nicht wirklich, aber gut. Vieles soll uns auch nicht mehr passiert. In der Transferphase gekauft haben wir keinen mehr. Ich habe noch geguckt nach einem Backup, einem neuen, aber ich würde sagen, wir nehmen einfach diese guten 3 Millionen Euro mit in die nächste Saison. Und dann würde ich sagen, simulieren wir vor und gucken, dass wir oben bleiben. Diesmal machen wir es wieder so, dass wir 2 Spiele davor noch selber simulieren. Bin jetzt wirklich gespannt. Ich hoffe aufs Beste. Wir sehen uns gleich wieder. Let's go. Und da sind wir jetzt auch. Ihr seht schon, das Union-Spiel haben wir 2-1 gewonnen. Ich bin sehr gespannt. Gucken wir rein. Trainerbewertung scheint nicht so gut zu sein. Aber ich sehe schon 42 Punkte. Das ist sehr gut. Wir sind auf Platz 9. Dann würde ich sagen, simulieren wir auch noch die beiden Spielerstellen und dann gucken wir uns alles an. Und wir sind jetzt auch 9. nach den 2 Spielen. Erster wird dieser Dortmund. Sehr knapp mit Leverkusen. Genau. Hier seht ihr es ja. Alles. Absteigen, wer absteigt und so. Dann, wer gewinnt den DFB-Pokal? Gewinnt Leverkusen. Die Confederates League. Die gewinnt LASK. Dann Paris Saint-Germain gewinnt nur die Europa League in Anführungszeichen. Und nochmal ein deutscher Sieger. Nein. AC Mailand oder Real. Holt's da. Also Leverkusen gegen Barca und Bayern gegen Inter ausgeschieden. Genau, dann gucken wir gleich mal in die Teamzentrale. Das müsste dann auch das letzte sein. Das ist auch die Statistiken, ja. Ich habe schon gesehen, dieser Butland hat viele Einsätze gekriegt, als hier der Loris mal beschwert hat. Paulo Ottavio jetzt wenigstens auch mehr. Die meisten Einsätze hat der Torsby, der alle gespielt. 34 Bundesligaspiele und einmal DFB-Pokal. Genauso wie der Bayo Gittens und der Mokoko. Die haben auch alle gespielt. Gucken wir auf die Tore. Da hat der Mokoko klar am meisten. Und dann der Gittens. Genau, dann Vorlagen hat der Lia Sung am meisten, dann der Mokoko und dann der Mats Müller-Deli. Genau, das war's da eigentlich schon fast von dem Jahr wieder. Größte Transfer an, das sind die 3. Also Musiala nun bei Inter Mailand. Auch krass. Bayern holen so leer, ja. Genau, nur kurz hochgehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im Jahr 2026, genau, in der dritten Saison, wo mich jetzt nicht. Nee, Quatsch, das war jetzt die dritte Saison. In der vierten Saison. Und da heißt es dann schon langsam in Richtung Europa schielen. Let's go. Das machen wir dann aber erst im nächsten Video, wenn es dann heißt, ja, 4 von unserer Sprint to Glory mit dem ersten FCN. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Rechts oben könnt ihr mich ganz kostenlos abonnieren. Wie gesagt, macht es, wenn ihr Bock habt auf dieses Projekt. Und links oben findet ihr die Playlist zu unserer eigenen WM, wo jetzt dann noch das Finale ansteht. Das heißt, es wird richtig spannend. Und dann nochmal danke fürs Zuschauen. Ciao, haut rein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal.